Hallo und herzlich willkommen zu The Princess Aria. Nein, natürlich zu Without Riffin. Und Julie ist an meiner Seite. Juhu! Genau wie Dreamworld. Eigentlich sitze ich mindestens, keine Ahnung, wie viele Kilometer entfernt, aber egal. Nein, ja. Du sitzt jetzt an meiner Seite, habe ich gerade beschlossen. Das werde ich mir aber nochmal überlegen, ob ich das mache. Nein, Spaß beiseite. Kleiner Scherz am Rande. Ich fütter dich nur mit Keksen, sonst nichts. Okay. Ja. Wir sind hier stehen geblieben, dass sie sich nach dem zweiten Job, also die namens Winty heißt sie, glaube ich, sie will nach dem zweiten Job suchen. Schauen wir mal, was daraus wird. On my way home, I spotted a banner for an upcoming visual novel named Princess Aria. The game had long been hyped on every forum I knew. Amazing art along with a cast of famous voice actors. The writer and composer were big names too. Also, als sie auf dem Weg nach Hause ist, fällt ihr eine Werbetafel auf, zu einer Visual Novel namens Prinzessin Aria. Das Spiel wurde lange gehypt in den Foren, die sie kennt. Und sie weiß halt, dass da super Grafik drin ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Mit einigen sehr bekannten Synchronstimmen und dass der Schreiber und Programmierer auch sehr bekannte Leute sind. Ja, soweit. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Jo. For Princess Aria to have and at this peak, there must be a lot of money put behind the project. The way this banner hung high gave me the sense it was extra important. Bright lights shone on the prince's face to impress potential players. Ich hab's heute nicht so mit der Aussprache, glaube ich. Macht nix. Also dafür, dass sie halt so ein riesen Werbeplakat für dieses Spiel gemacht haben, wurde wohl jede Menge Geld in das Projekt gesteckt. Dass das so hoch hängt, dass das Plakat so hoch hängt, lässt sie fühlen, dass das extra wichtig ist oder so. Kann das hinkommen? Ja, die Art, wie das Banner so, oder das Plakat so hoch aufgehängt ist, gab ihr das, oder du sagst immer ihr, das ist, ich meine, da steht ja eigentlich mir, gab mir das Gefühl, dass es besonders wichtig ist. Okay. Und warum sagst du eigentlich immer, du erzählst immer so in der Vergangenheit zu verhängen, sie hat dann und dann, aber sie erzählt ja aus ihrer Dings, also ich verstehe das nicht ganz. Ja, weil ich lese das in ihrer Form vor und übersetze es dann quasi, das ist so aus dem Text, ich weiß auch nicht, irgendwie, ist halt so, nimm's so hin, Mensch! Jawohl, Mama. Helle Lichter bescheinen das Plakat. Ja, okay, gut. Yes, that was what I really needed. If I had a banner like that, no doubt people would line up to buy my calligraphy. I could already imagine how folks would react as I walked along the streets. Das ist, was ich wirklich brauchte. Hätte ich ein Werbeplakat wie das, oh, dann gäbe es keinen Zweifel daran, dass die Leute sich ja auch so in der Schlange aufstellen würden, um ihre Kalligrafien zu kaufen. Danke. Bitte. du drückst mal viel zu früh weg, Lörg. Ja, sorry. Ich überlege gerade, was der letzte Satz noch heißen könnte. Ich könnte mir wirklich vorstellen, wie Leute reagieren? Genau, wie die Leute reagieren würden, wenn sie halt auf der Straße da lang geht. Ja,
gut. Darf ich jetzt? Ja, jetzt darfst du. Hey, I think that was Vinti. Ja, da denkt jemand, das ist Vinti gewesen. Sehr schön. Wow, no way. You mean that famous calligrapher I see on all those banners? Ja, ernsthaft? Meinst du die Kalligrafiererin, die man überall auf den Bannern sieht? Die Berühmte. Oder Berühmte. Yeah, she must be really good. Maybe we should ask her for an autograph. Ja, sie muss wirklich super sein. Vielleicht sollten wir sie um ein Autogramm bitten. My agent would then step in to speak on my behalf. What the fuck? Please line up in an orderly fashion, everyone. Was heißt hier, what the fuck? Ich verstehe den Satz nicht. Wir können uns auch immer abwechseln, also ich habe nichts dagegen. Ja, bitte. ich will mir nicht aufdrängen, Kai, also. Quasi an meiner Stelle vortreten und sprechen und sagen, bitte stellt euch in einer ordentlich an, bitte stellt euch alle ordentlich in einer Reihe an oder so, ja. Bei Fashion habe ich jetzt an Klamotten gedacht. Ja, ich weiß auch nicht, was das da sollte, das, aber ungefähr heißt das so. Ich habe das jetzt auch mal ausgelassen. Man muss es ja auch nicht in jeder Einzelheit, ne? How much for an autograph? Shut up and take my money. Ja, kennt man die das, oder? Ja, da möchte halt jemand wissen, wie viel ein Autogramm kostet und korrigiert sich dann und sagt, ach egal, gib mir das Autogramm und nimm einfach mein Geld. My agent nodded in response. Autographs are available for $100. Thanks. Was? Das ist aber übel. Also, zur Antwort, wir machen jetzt mal, wollen wir mal abwechselnd machen? Ich will mir nicht aufdrängen. Wenn du weitermachen willst, gerne. Also, ich will mir nicht aufdrängen, aber vielleicht ist das ja für dich ein bisschen erholsamer, wenn wir abwechselnd machen. Aber du willst dich ja nicht aufdrängen. Genau, will ich ja nicht. Nein. Also, mein Agent, nickt zur Antwort. Autogramme sind, gibt es für $100, danke. Ja. Das ist schon hart. Ich meine, eigentlich sind Autogramme kostenlos. Normalerweise schon. Normalerweise ja. Bitte nicht Autogramm bezahlen, naja, egal. That would be $100, thanks. The game shop owner said. Princess Aria cost twice what I had predicted. Predicted, ach du Schande. If I bought the game, I would have too little left for rent. I opened my wallet, hoping I might have more cash on hand than I realized. Turned out, I had less actually. Bit dreamy. Ich? Okay. Das wären dann $100, dankeschön, sagte der Ladenbesitzer. Prinzessin Aria kostet doppelt so viel, was ich angenommen habe. Wenn ich das Spiel kaufen würde, dann hätte ich zu wenig für die Miete übrig. Ich öffnete mein Portemonnaie in der Hoffnung, dass ich mehr Geld eben dabei haben würde, als mir klar war. Aber schlussendlich hatte ich tatsächlich weniger dabei. Es ist hart, wenn ein Visual Novel $100 kosten würde. Ich meine, gerade bei uns sind so die Preise so bis 40 Euro, beziehungsweise Dollar. Aber darüber hinaus eigentlich noch gar nicht gefunden, sowas. Das hätte ich jetzt, wollte ich auch sagen. Also, ich habe allgemein noch kein Spiel gesehen, das wirklich 100 Euro oder Dollar kostet. Es sei denn, es ist irgendeine super Special Edition. Ja, ja, ja. Und wenn ein Autogramm schon 100 kostet, also... Ja, also das ist schon echt mega dreist. Ja. Ja. I hung my head and the storekeeper sighed. His arched brows pressured me into buying a game. I did ride 3 trains to get here. Might as well pick up something. I told the shopkeeper how much money I had and he shook his head. Ja, sie lässt halt den Kopf hängen, Zeit, ach Mann. Seufzen. Der Ladenbesitzer seufzt.
Seine hochgezogenen Brauen zwingen sie quasi, ein Spiel zu kaufen. So verstehe ich das jetzt. Mhm. Und sie hat halt drei Züge gebraucht, also drei Bahnfahrten gebraucht, bis sie da war. Und möchte jetzt halt doch irgendwas kaufen. Und sie erzählt ihm halt, was sie an Geld dabei hat. Und er schüttelt einfach nur den Kopf. Oh yeah. The store owner pulled out a different game from under his table. He brushed away the dust on it so I could see the cover. The title read Sunflower War. Some visual novel about the battlefield. Willst du, soll ich? Oh, machen wir jetzt. Wie gesagt, du kannst gerne auch weiter alleine machen. Das war nur ein Vorschlag, damit du vielleicht ein bisschen entlastet bist. Also, ich sag mal so, das verstehe ich jetzt wieder. Das sind halt immer nur die Sachen, die ich nicht verstehe, die es mir so schwer machen. Ja, wie du willst. Sag einfach, wenn ich es machen soll und dann ist gut. Alles klar. Der Ladenbesitzer holt zieht ein anderes Spiel unter dem Tisch hervor und wischt den Staub von dem Cover. Und sie sieht dann halt den Titel und der nennt sich Sonnenblumenkrieg. Das ist wohl eine Visual Novel über Schlachtfelder oder über den Krieg. Yay, da kriegt man ja Lust drauf. Ja. Copyright 1997. 97? Ja, ne? Ja, ja. The bottom read. No wonder it was so cheap. Art by Invert Mouse, whoever the heck that was. The front cover would fit perfectly in a kindergarten classroom. Copyright kennt, glaube ich, jeder, ne? 1997 lässt die Rückseite verlauten. Kein Wunder, dass das so günstig ist. Die Zeichnungen wurden bei Invert Mouse gemacht. Who the fuck das, also wer zum Fuck das auch immer ist. die Vorderseite würde perfekt in ein Kindergartenzimmer passen. Ich muss auch dazu sagen, Invert Mouse ist auch der Entwickler von dieser Visual Novel, die wir hier gerade let's playen. Genau, das ist mir auch aufgefallen, ja. Ja, geil. Wollte ich einfach mal an dieser Stelle noch erwähnen. I flipped the case to see what was highlighted on the back. This game supported up to 640 and 480 resolution. Truly the pinnacle of technology. Sie guckt halt die andere Seite des Covers an, um festzustellen, was da hervorgehoben wird. Ja, ist das so richtig? Auf der Rückseite, ja. Das Spiel unterstützt 640x480er, wie sagt man? Bildauflösung. Bildauflösung, danke. Das ist wohl der Gipfel der Technologie, sozusagen. Wow, das ist ja High-End-Grafik. Ja, das ist halt die normale Standard 4:3 Auflösung, ne? The shopkeeper grimaced. He must have sensed I wanted to say no. His stare made my palms stain with sweat and I ended up buying the game. Dealing with folks like that had always been a weakness of mine. Remind me to never visit the store again. Der Ladenbesitzer zieht halt eine Grimasse, weil er sieht, dass sie gerne Nein sagen würde. Und sein Blick lässt sie halt in Schweiß ausbrechen und sie schließt den Kauf ab. Also kauft das olle Spiel. Und sie stellt halt fest, Einkäufe wie dieser oder mit Leuten wie ihm war schon immer ihre Schwäche und sie entschließt sich dazu, diesen Laden nie wieder zu besuchen. Ja, mit Leuten wie ihm umzugehen halt, ne? Okay. Okay. Ja, falls ihr nicht mehr wisst, was wir spielen. Ladebildschirm. With heavy stride, I returned to my apartment. Zero calligraphy sales. Late for work and with rent topped off my blowing cash on some game I had no interest in.
What I really wanted to play was Princess Aria. Forcing myself to suffer anything else would just upset me further. Ich glaube, jetzt darfst du mal, Dreamy. Könnt ihr zusammen versuchen. Ja, mit Heavy Strides weiß ich jetzt auch nicht genau, also... Ich hätte jetzt schlechtes Gewissen gesagt. Ah, könnte sein. Okay, könnte sein. Also mit schlechtem Gewissen bin ich zu meinem Apartment zurückgekehrt. Ja, also ihre Kalligrafien, also wurde kein einziges verkauft. Sie war zu spät zur Arbeit und die Miete ist halt auch noch da gewesen und das alles... verschwendet für ein Game, für ein Spiel, für das sie sich nicht interessiert. Ja, das alles wurde noch übertroffen davon, dass sie ein Geld ausgegeben hat für ein Spiel, das sie nicht interessiert. Und was sie, jetzt sage ich auch schon, was sie, das, was ich wirklich, spielen wollte, war Prinzessin Aria. Ich, mich dazu zu zwingen, irgendwas anderes, zu machen, oder zu suffer ist doch eigentlich leiden. Ja. Also würde mich noch mehr aufregen. Verstehe ich nicht ganz den Satz, aber egal. Ich gucke gerade, also sich zu etwas anderes aufzuraffen, irgendwie kriegt sie nicht hin oder würde sie, ja, wie du sagtest, noch mehr aufregen. Genau, würde sie noch mehr aufregen. Aber mich dazu selbst zu zwingen, zu leiden, zu suffern. Sie leidet halt, diesen Stund zu spielen, statt eben halt das Eigentliche, was sie spielen wollte. So, ja, ja. Blöd zu übersetzen, aber egal. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, erstmal zu speichern. Ja, bitte. Und dann haben wir die Möglichkeit, zu spielen oder zu schlafen. Tja, spielen würde bedeuten, das blöde Spiel zu spielen, was sie eigentlich gar nicht Bock drauf hatte. Also. Übrigens, sie hat einen Apple, Laptop. Oder war das Nein, ist eine Birne? Das ist eine Birne. Das ist eine Birne, ja. Yes, Birne, die neue Marke. Ja, was machen wir? Ich würde sie, ehrlich gesagt, ins Bett stecken wollen, weil wenn sie dann das Spiel spielt, es scheint ja so gewesen zu sein, dass es schon ziemlich spät ist, wenn sie nach Hause kommt. Verpennt sie dann irgendwie oder so und dann geht wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt und ja, ich würde sie schlafen schicken. Schlafe ein, mein Kindchen, schlafe fein. Forget it. I only bought Sunflower War out of pressure. After shoving the game into my bin, I crawled into bed. Achso. Sorry. Ja, sie sagt halt zu sich selbst, vergess es. Ich kaufte Sonnenblumenkrieg, weil ich dazu gezwungen wurde. Und nachdem ich das in den Müll geschmissen habe, krieche ich ins Bett oder bin ich ins Bett gekrochen. For the next few weeks, I tried over and over to sell my calligraphies, but all of my works remained untouched. Well, aside from a few pedestrians who stepped on them by mistake. Wait, my bad. I did make one sale. This one guy said he needed my calligraphy to use as his toilet paper. Oh. Sehr freundlich. Total. Also für die nächsten paar Wochen habe ich weiter versucht, meine Kalligrafien zu verkaufen, aber alle meine Arbeiten blieben unberührt. Aber einige Fußgänger traten aus Versehen auf sie. Das heißt, warte, mein Fehler. Eins habe ich verkauft, aber dieser Typ sagte, er braucht meine Kalligrafiezeichnung als Toilettenpapier. Nett. Da gibt's doch mal Besseres. Ja, definitiv. I had zero passion left for calligraphy. In fact, just thinking about it fueled me with anger. This was no longer a career for me. Today I chose to retire for good.
Ich habe keine weitere Passion für die Kalligrafie. In Wirklichkeit? Ist das richtig, in Wirklichkeit? Tatsache ist, dass es mich anfrisst, dass ich angefressen davon bin. Ja, nur darüber nachzudenken, bringt sie ihn immer mehr zur Weißglut oder zum sich darüber zu ärgern oder so. Okay. Das ist nicht länger eine Karriere für mich. Heute entscheide ich mich für was Gutes. Naja, sie entschließt sich halt da, also to retire, also quasi damit aufzuhören, für ihr eigenes Wohl damit aufzuhören. Ah, okay. So. Tierärmste. Tja, manchmal nennt es sich anders. Wir haben wieder das Bettende. Ach nein. Tja, jetzt dürfen wir. Das heißt, also jedes Mal, wenn wir die Wahl haben mit Bett, okay, nicht immer, wir hatten auch mal was ohne Bett gehabt. Aber okay, ja, wieder ein Bettende. Let's try again. Also dann doch lieber spielen. Ja, dann zocken wir den Schund. Auf ins Sonnenblumenkrieg-Schlachtfeld. I did spend money on Soundflower. Might as well gave it a go. The day left me pretty drained, so this relic of a game would do a good job putting me to sleep. Ich habe das Geld fürs Sonnenblumenkrieg ausgegeben. Vielleicht sollte ich ihm eine Chance geben. Oder vielleicht sollte ich es einfach ausprobieren. Left me pretty drained. Also der Tag hat mich ziemlich geschlaucht. Also werde ich dieses Spiel benutzen, um zum Einschlafen. Dieses Relikt von einem Spiel. Dieses Relikt von einem Spiel zum Einschlafen benutzen. I switched on my laptop and inserted the disk, which I partly hoped would fail to load from old age. Too bad, it worked just fine. Also setze ich mich an den Laptop und lege die Disk ein, worüber ich hoffe, dass sie nicht mal geladen wird, weil sie so alt ist. Oh, kann man eher sagen, in der Hoffnung, ne? In der Hoffnung, dass das Spiel nicht geladen wird, weil es zu alt ist. Ich bin ja lernfähig. Ich versuche mir das zu merken. Ja, wenn dir das auf den Sack geht, dass ich dich da kurieren sag. Nee, ich finde das super. Okay. Zu schade, es läuft super. So, einen Moment. Aber wie das Spiel letztendlich sein wird, erfahren wir dann doch leider erst im nächsten Part, denn der Part ist schon wieder voll. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Meine Gäste haben die letzten Worte. Ja, was ich noch sagen wollte, um jetzt ganz klein krämerisch zu sein, müsste es eigentlich heißen, dass ich eben teilweise gehofft habe, dass es eben sich nicht laden lässt wegen dem Alter halt. Ne? Aber wir wollen ja nicht jetzt bis ins kleinste Detail. Nur nochmal für die, die es ganz genau nehmen. Ja, ansonsten ja, hoffe ich beim nächsten Mal, dass wir vielleicht schauen, dass wir mal ein gutes Ende bekommen. Schauen wir mal. Wäre ja mal nicht schlecht, ne? Au. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das immer noch total niedlich, wie sie dann eigentlich das andere Spiel haben will und aber nur so ein Billigspiel dafür kriegt. Und ach, naja gut, dann versuchen wir mit dem eulenblöden Spiel halt einzuschlafen. Mal gucken, ne? Also ich kenne ihren Leidensweg. Ich habe auch mal versucht, mich ein bisschen in Kunst zu üben. Hat auch überhaupt nicht funktioniert. Nur habe ich nicht versucht, meine furchtbare Kunst zu verkaufen. Ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht und würde von meiner Warte aus sagen, wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi, Gowski. Bye, bye.